Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einem neuen Smash Bros. Projekt auf meinem Kanal. Es könnte vielleicht das bescheuertste sein, was ich bisher gemacht habe. Aber egal. Wir spielen zum ersten Mal tatsächlich richtig den Online-Modus auf diesem Kanal. Aber nicht im Elite Smash. Sondern wir machen eine Challenge, die es vor allem im englischsprachigen Raum hin und wieder gibt. Die 1 GSP in Elite Smash Challenge. Eher gesagt, wirklich die gab es bisher, glaube ich, einmal. Von wenig auf Elite Smash gibt's. Aber 1 GSP, um GSP zu erklären, das ist die Global Smash Power und zeigt an, welche Platzierung man im Vergleich mit allen Spielern dieses Charakters auf der Welt hat. Meine 6.365.857 hier bei K-Rule zum Beispiel heißen, dass es 6.365.856 K-Rule-Spieler gibt, deren K-Rule schlechter ist als meiner. Ist natürlich alles... Der K-Rule-Spieler auf der Welt. Also, K-Rule-Mains wahrscheinlich nicht, aber Leute, die halt K-Rule anfassen mal. Da auch der Gesamt-GSP wird ja durch jeden Rekord 9 erhöht. Das liegt eben auch daran, dass das Spiel sieht, man ist ein insgesamt besserer Spieler. Ein GSP hieße hingegen, wie ihr vielleicht in meiner Erklärung schon bemerkt habt, es gibt keinen schlechteren Spieler mit einem Charakter auf der Welt als einen selber. Und genau das werden wir machen. In diesem Projekt komplett uncut, keine Schnitte. Wir werden einen Charakter, den ich noch nie gespielt habe, auf einen GSP bringen, um ihn dann von dort in den Elite-Smash zu pushen. Dieses Projekt wird noch laufen, sobald das nächste Smash Bros. Angekündigt wird. Außer es wird keins mehr angekündigt. Welchen Charakter habe ich mir für diesen dummen Bullshit ausgesucht? Ich habe überlegt, erst wollte ich den mit der niedrigsten Gesamtspielzeit von mir haben, wo wir Gleichstand mit nie gespielt zwischen Toon Link und wo ist der Anna und Villager hätten. Jedoch habe ich mich letztendlich umentschieden und ich nehme Meta Knight. Ein Problem dabei abzustürzen in den GSP ist, der Online-Modus ist gar nicht so blöd. Der merkt, wenn man absichtlich verliert und dann wird man gebannt. Das hat jedenfalls, soweit ich weiß, kann auch sein, dass man dann einfach irgendwie nichts verliert oder so. Aber, das heißt, wir müssen es schaffen, dass der Online-Modus denkt, wir versuchen zu gewinnen. Aber eigentlich, aua. Meta Knight ist eben ein Charakter, den habe, also man muss jetzt auch sagen, der hat nur schon Spielzeit, weil ich den mal in Random bekommen habe, also... Oder nee, ich weiß nicht, random kann sein, dass ich mal einen Kampf freiwillig mit dem gemacht habe oder so. Aber auf jeden Fall habe ich mit Meta Knight keine Erfahrung. Ich habe ein Amiibo von ihm, was der Grund ist, warum ich gerade ihn nehme. Weil nach diesem Projekt könnte ich den Amiibo dann trainieren, wenn ich den Charakter kann. Ich würde sagen, den allerersten Kampf hier erstmal gucken, welchen Skin ich nehme. Ich schwank hier, die drei sind alle richtig nice. Meta Knight hat schon coole Skins. Ich denke halt, der hier ist wahrscheinlich häufiger. Deswegen würde ich sagen, immer wichtig mitzuzählen. Natürlich ist der nicht im Elite Smash freigeschaltet. Mit K-Rule würde ich das auch nicht machen. Das ist mir nicht wert, Elite Smash zu losen. Ich würde sagen, den ersten Kampf zeige ich euch mal wirklich so gut wie ich kann mit Meta Knight. Verlieren werden wir sowieso. Fun Fact, rein theoretisch mit meiner derzeitigen GSP-Zahl, wenn ich die ersten drei Kämpfe mit einem Charakter online gewinnen würde, wäre er im Elite Smash.
Ah ja, was auch noch dazu kommt, dass mein Meta Knight nicht gut ist. Meta Knight ist allgemein nicht gerade. Wirklich! Ich will immer gegen Heavies kämpfen online. Und dann spiele ich einmal hier freaking Meta Knight, von dem ich keine Ahnung habe, und kämpfe gegen einen K-Rool. Ich weiß, wir haben diesen Bohrer. Der Tornado lässt einen also in Freefall gehen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viel Knockback der actually gibt. Ja, und so erfahren wir es auch nicht. Ich glaube, es war irgendwie auch möglich, nach unten zu knocken mit dem Bohrer da. Okay, das könnte mich gerettet haben. Die eigentliche Recovery von Meta Knight könnte auch schlechter sein. Ich muss auch sagen, dieser Kampf läuft besser, als ich dachte. Ich meine, wir verlieren, aber... Digga, wenn wir das jetzt gewinnen würden, wäre das lächerlich. Aber jetzt mal ehrlich, der Typ ist auch nicht gut. Der ist gar nicht gut! Was ist das? Okay, da bin ich ein bisschen zu sehr auf eine Hype-Kill gegangen. Kann gut sein, dass das noch nicht mal gekillt hätte. So, er droppt sein Schild gerne zu früh. Jetzt mal ernst, ich fasse das gerade nicht. Alter, der F-Smash braucht aber eine halbe Stunde, um rauszukommen, das kann ich euch sagen. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir einen Kill-Throw haben als Meta Knight. Was mich auch wundert, weiß der Typ nicht, wie man grabbt? Ah. Und da ist die Antwort, weil, legit, ich stehe gefühlt die ganze Zeit da und shielde. Wir haben gewonnen! Aber ihr habt gesehen, mein Meta-Knight-Gameplay war so scheiße. Oh. Und das, der Typ ist sofort disconnected. Das war ein Computer. Oder er ist gerade in der letzten Sekunde disconnected, weil er ein richtiger Haufen Kacke ist. Deswegen haben wir keine GSP bekommen. Na dann, würde ich sagen, legen wir jetzt mit dem eigentlichen Projekt... GSP bekommen, weil vielleicht ja auch negativ. Also ehrlich, wenn ich jetzt die bekommen hätte, ich hätte versucht noch zwei zu gewinnen und dann einfach in Elite Smash mit dem zu gehen und wen anders zu nehmen. Alter, die ist ja voll schwer zu landen. Ich weiß, Meta Knight hat komplett seltsame Strings mit Up und Down. Okay, das verlieren wir jetzt aber. Da kann ich auch probieren zu kämpfen, aber ich verliere sowieso gegen jeden Lukas auf diesem Planeten. Das brauche ich eigentlich gar nicht zu probieren. Oh, was? Ich habe eine Attacke gefunden, mit der man gegen diesen Edge-Start recovern kann. Mich wundert es, dass ich noch lebe. Das ist irgendwie nicht verdient. Und dementsprechend sterben wir jetzt auch. Ich finde super, wie der Typ teabaggt.
Typ ist aber auch... Vor allem, warum benutzt der die ganze Zeit Reflektor? Ich hab keine Projektile. Okay, das war lucky. Also einen Stock würde ich schon gern ziehen, muss ich sagen. Auch weil der Typ... Jetzt mal im Ernst, ich kämpfe gerade gegen richtig schlechte Gegner. Plot Twist, das ist schon wieder ein Computer und dadurch könnte ich, glaube ich, auch keine verlieren. Hier, der Air dodgt nicht mal. Er ist auf die Back-Air gegangen. Ich habe gerade auch keine Ahnung, ob Meta Knight einen Kill-Throw hat. Wenn nicht, wäre das bei meinem Meta Knight das Einzige, das nichts mit Throwen zu tun hat. Hust. Obwohl, nee, stimmt nicht. Um zu throwen, muss man ja erstmal vorne liegen. So, wir beginnen... Wir beenden den ersten richtigen Kampf eindrucksvoll mit einem SD. Und ich würde auch sagen, obwohl, ja, das ist ein Legit-Spieler. Wir verlieren halt einiges, weil es der erste Kampf war. An sich könnte ich den jetzt einfach weiterfarmen lassen. Aber ich gönne einem Lukas die GSP nicht. Punkt. Aber ich finde das gerade immer doch so... Wir haben... einen K-Rule im ersten Kampf getroffen, der dann letztendlich ein Computer war und haben gewonnen. Ich habe echt keine Ahnung, was Meta Knight so groß kann, den spielt auch kaum einer. Okay, gegen Top-Tier. Okay, ich weiß nicht, ob Palutena wirklich offiziell immer noch Top-Tier ist nach den letzten Nerfs. Ich glaube, mein Meta Knight hat vor allem die große Stärke. Solche Plays erwartet keiner. Ich dachte kurz, die hätte es die, aber sie hat noch den Ledge Cancel gehabt. Also ihr seht, ich versuche hier gerade auch noch ein bisschen zu gewinnen, um schon mal ein bisschen Training. Sag mal. Hängen die Gegner, die man bekommt, auch ein bisschen vom eigenen Charakter ab? Ich spiele... Obwohl, K-Rool ist so einer der low-tierigsten Charaktere im Game, also ist das kein Argument. Schade. Ich hätte noch einen Moment länger halten sollen. So, das war zu predicten. Okay, und das war blöd. Ja, jetzt macht Palutena das Palutena-Gameplay. Hier, gebt euch das. Das ist auch noch so eine, die gefühlt nur kontert. Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Meine Recovery hat sich rumgedreht, ohne dass ich was dafür gemacht habe. Ja, jetzt beginnt er wirklich... Aber vor allem, das hasse ich auch. Ich habe das Gefühl, das liegt auch an der Region, weil man spielt ja gegen Spieler aus der eigenen Nähe. Und jetzt mal im Ernst. Auch wenn ich auf YouTube so gucke, alle facen immer gefühlt nur Heavies den ganzen Tag. Das hätte ich so gerne auch. Das sind dann voll coole Matches. Aber ich kämpfe nur so gegen scheiß Lukas, Palutena... Halt diese ganzen Tryhard-Charaktere. Ach stimmt, Meta Knight hat ja auch noch seine Down-B. Da muss man aber irgendwie so perfekt hitten. Und Palutenas Backthrow ist auch ein bisschen arg stark, oder nicht? Jetzt mal im Ernst, wenn ich halt wenigstens einen Gegner finden... könnte dem... Oh mein Gott, was? So viel verlieren ist aber dann doch unnatürlich. Auch für so früh. Über 1 Million.
Wahrscheinlich hat das Spiel auch gesehen, wie bad dieser Gegner war. Aber mein Meta Knight halt auch. Mein größtes Problem mit dieser Downbeat. Ich habe das Gefühl, die hittet so null. Ich habe das Gefühl, deren Hitbox ist ungefähr so groß wie Varios Gehirn. Gute Überleitung, danke. Den Vario-Spieler gönne ich's eher. Also gegen den werde ich ein paar Mal kämpfen. Außer er hat keinen Bock. Man merkt, ich versuche sogar noch zu gewinnen im Moment. Einfach damit ich schon ein bisschen diese Übung habe. Aber das muss man echt sagen. Meta Knights F-Smash ist wirklich so bad, als ob. Der ist so bad. Ja. Mein Meta Knight ist schon super. Ich will jetzt mal den Angriff landen. Ah, warte. Oh, nein, oder? Merkt man jetzt, warum mein Meta Knight schlecht ist? Man greift ja gar nicht an, wenn man nicht nochmal B drückt. Ich hab bei dem Move nie angegriffen. Und wunder mich, dass er keinen Damage macht. Ja, so hittet man damit. Nee, der darf ein paar Wins abfarmen. Hier, gönn dir. Gönn dir. Plot Twist, das ist Fragezeichen, Man. Aber nein, der heißt nicht Fragezeichen. Und außerdem glaube ich, der spielt keinen Elite Smash. Ich will ja nichts sagen, aber wenn, dann wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, ja, okay, ich bin inzwischen auf 3 Millionen. Auf der Höhe vielleicht schon. Also ungefähr 4 Millionen, aber ich hab ihn nochmal gehittet. Alter, Varios Backer ist auch fucking strong. Vario ist auch so ein Charakter, der ist sackstark. Und hat einen Lachanfall. Ja, hätte ich auch, wenn ich den Metern. Alter, was ist denn los? Ich glaube, wenn man noch nie ein Match gewonnen hat, verliert man noch extremer. Ich verliere hier 1 Million mit jedem Kampf. Das ist ganz gut. Auch so ernsthaft, der Typ lieft. Ist der dumm? Ich wollte ihm hier die GSP-Spende geben. Aber der braucht offenbar keine GSP. Dann halt nicht bitte jetzt nicht wieder so Lukas oder Palutena, sondern irgendwie. Ja, Pokémon-Trainer würde ich es auch gönnen. Ich hätte vielleicht mein Preferred Rule Set anders einstellen sollen. Boah, Meta-Knight macht aber auch nicht so viel Damage. Ja, endlich kriegt er auch mal einen Hit. Ich habe mich schon gewundert. Willst du mich flachsen? Ich gehe legit einen Meter vor dich, ohne mich bewegen zu können. Und du triffst mich nicht. Also ehrlich, der Typ ist sackbad. Der hat sowieso nur eine Chance, irgendwann mal was zu erreichen in dem Online-Modus, wenn er irgendwen findet, den er abfarmen kann, weil er nicht gewinnen will. In diesem Fall mich. Ja, und andererseits kann er mich abfarmen, weil mein Meta Knight wird er vermutlich trotzdem down bekommen. Wow, er hat diesmal einen Punish hinbekommen. Aber wir sind halt inzwischen auch schon bei nicht viel GSP. Thank you.
Ist der dumm? Ich lade für 5 Sekunden mein Epson. Der Typ ist so bad. Wir kriegen hier so schlechte Spieler als Gegner. Ich muss mich jetzt anstrengen, um das noch zu verlieren und es so aussehen zu lassen, als würde ich es probieren. So, am besten beginnen wir mit einer verkackten Recovery. Oh, Kacke. Das hat ja sogar geklappt. Wetten, der Typ lief danach, weil er am Anfang hier so zerstört wurde. Ja, das Game ist schon wieder even. Jawohl, gehittet. Jetzt mal mein... Alter, jetzt noch das Internet. Plot Twist, der ist disconnected. Jetzt mal im Ernst, ich gebe mein Bestes, schlecht zu sein. Aber gegen den ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Danke! Da muss man sich ja anstrengen zu verlieren. Ich wusste, dass das passieren kann später auf wirklich lowen GSP. Wow, also jetzt übertreibt ihr. So viel verlieren ist echt seltsam. 1,3 Millionen in einem Kampf. Und der ist geliebt. Ich find's super. Ich will den Leuten hier GSP schenken. Und die lieben, weil ich zu gut mit Meta Knight bin und die Angst haben, den nächsten zu verlieren. Lel. Ich bin zu gut mit Meta Knight. Ich sterb im Training gegen einen CPU, der, glaube ich, auf Level 3 oder so eingestellt ist. Oder genauer gesagt, nicht mal angreift. Oh, Mewtwo, komm, dir will ich jetzt gönnen. Mewtwo ist ein Charakter, der wird nicht genug appreciated. Ja, genau. Was? Das war eine fucking Zero to Death! Ihr merkt, warum ich diesen Charakter für diese Challenge nehme? Nein, ich auch nicht. Ah, deswegen. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich versuche zu verlieren und mache eine Zero to Death gegen den Scheißgegner. Ups, da hab ich wohl in die falsche Richtung die Eid. Kann mal passieren. Ich hab halt Angst, dass das irgendwie das noch auffälliger macht für das Game, wenn ich den Gegner auch noch so Zero to Death Kombos gebe. Okay, so bad ist der... Alter, der Attack ist ja saustrong. Ich sag's euch, ich könnte diesen Kampf, genauso wie den davor, könnte ich locker gewinnen, wenn ich's versuchen würde. So. Oder habe ich wohl aus Versehen die Recovery verkackt? Ich komme gerade immer noch nicht drauf klar, das speichere ich mir jetzt auch. Ich habe den Typen gezero to death. Ich bin schon unter einer Million. Alter, das geht viel schneller, als ich dachte. Ich habe gedacht, alleine, bis wir auf dem einen GSP sind, vergehen 5 Sekunden. Jetzt mal for real. Die lieben alle. Haben die das Gefühl, mein Meta-Knight ist zu gut für sie, oder was?
Ich will denen GSP schenken. Dir garantiert nicht. Fire Emblem Charaktere kann ich nicht appreciaten. Ich werde diesen Kampf wahrscheinlich verlieren, aber... Ich bin gerade wieder ein bisschen zu sehr im Tryhard-Modus. Jawohl, der kriegt einen Spike, sehr schön. Ich recover komplett dumm und ich lasse einen Spike damit kriegen. Ich habe ihn getötet. Jetzt mal im Ernst, Meta Knight ist, glaube ich, sackgut zum Edgeguarden. Das kann ich mir auf jeden Fall zu Nutzen machen. Ernsthaft, ich will in seinen Upsmash reinspringen. Oh, sehr schön. Also eigentlich nicht schön. Ich mag keine Konter. Aber für diese Situation... Jetzt mal ernst, ich habe mir eh vorgenommen, ich spiele sonst immer wirklich viel zu angespannt online. Ich habe mir vorgenommen, das auch hier zu trainieren, dass ich wirklich lockerer online spiele. So wie ich auch gegen so CPUs halt kämpfe. Weil dadurch ist es viel einfacher, wirklich gut zu kämpfen. Darf ich anmerken, dass Johnny gegen Günni von den Namen her ein bisschen verwirrend sein kann? Oh, da habe ich wohl aus Versehen den Schnittbreaker-Move geschildert. Oh, ich würde ihm ganz gerne noch einen Stock abziehen, aber wenn es nicht klappt, dann nicht. Hui. Vor allem, wenn man hier 1-0 verliert, kommt das auch nochmal realistischer. Komm. Ja, das war der Plan. Ich gehe jetzt einfach mal hier so auf eine YOLO... Er wäre sogar gestorben, wirklich. Ich gehe einfach mal auf eine YOLO-Down-Be-Off-Stage. Warum nicht? Bin ich halt tot. 1-3. Junge, wir haben jetzt innerhalb von irgendwie 20 Minuten Kämpfen 5,6 Millionen GSP in den Sand gesetzt. Hä? Ich dachte ehrlich, das dauert so viel länger. Aber wenn das so weitergeht, kommen wir ja nächste Folge schon auf den einen. Läuft mal komplett. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass mein Meta Knight zumindest schon wirklich einen kleinen... Okay. Jetzt kriege ich natürlich... Jetzt mal im Ernst. Ich kann keine Gegner zweimal bekämpfen. Solchen hier gönne ich's nicht und die, denen ich's gönnen würde, lieben. So. Hier wieder ein bisschen. Das hat ge... Ich wollte gerade Estin. Mein Meta Knight ist so gut. Ich versuche zu Estin und krieg nicht mal das hin. Vor allem, der punisht mich einfach nicht. Oh, da gehe ich wohl wieder auf die... Genau das können wir doch einfach machen. Wir gehen auf komplette Hype-Kills, während wir uns hier so hoch boosten. Dabei sterbe ich dann selber, verliere die Kämpfe. Es kommt halt nur so rüber, als würde ich wirklich krasse Kills erzielen wollen. Und es gibt vielleicht manchmal coole Plays. Ha, ich habe einen Pikmin getötet. Da hat er mich wohl getötet. Ich bin dafür, dass wir mal kurz einen Stock ziehen. Willst du mich laxen? Man merkt, wir sind auf Low GSP angekommen. Ich stelle mich hin, charge einen F-Smash und krieg dafür einen Kill. Ha, ich hab ihn mal gehittet. Ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen auf Tryhard. Wir liegen weit genug hinten. Noch einen Stock könnte ich auch holen.
Oder natürlich, ich könnte versuchen, hier jetzt unauffällig zu erstehen, aber nein. Ah, schade. Oder ich gehe auf den Hype-Kill. So, dir gönne ich auch kein GSP-Farming. Ja, der sagt sogar schon, bis dann, der wäre selber gelieft. Gebt euch den Arsch. Wir sind jetzt schon auf 200.000. Dieses Video läuft nicht, wie ich es erwartet habe. Jetzt mal ernst, ich hab gedacht, wir schaffen es heute bestenfalls zu 2 Millionen runter. Das war zwar eine ganz schöne Kombo, aber sie hat... Das ist halt die Sache, das war eine ganz schöne Kombo, Metanai. Ich mag Zero Suit Samus nicht, aber dem würde ich mehrere Kämpfe geben. Ich fordere das Schicksal. Okay, der beginnt schon mal nicht schlecht. Zero Suit Samus ist eigentlich nicht der einfachste Charakter zu spielen. Deswegen, wenn man hier so im 100.000er Bereich eine trifft, rechne ich eigentlich nicht mit viel. Ich finde, wir sollten dem mal helfen, ein bisschen in den GSP höher zu kommen. Ich meine, ein Kill wäre ganz schön. Was mich wundert, ist, dass er nicht auf Upbeat geht. Ich bin schon auf jeden Fall auf Upbeat-Kill-Prozent. Hm. Aber Metan als Neutral eher. Er ist auf die Up-Air gegangen, einfach auf Kommando. Metan als Neutral eher ist besser, als ich dachte. Der Punkt, der mich wirklich am Gameplay stört, sag ich mal so hier ein bisschen tippmäßig. Warum gehst du auf Onstage Down Air Kills? Ich würde sagen, wir machen hier mal Edge Guarding. Der Hype Kill! Da ist er! Wir haben einen Hype Kill! Den Kampf wieder even. Oh, geparried. Das war nicht das, was ich machen wollte. Wirklich? Es steht 1:1. Wir sind beide auf 0%. Und das, nachdem ich zweimal SD'd habe. Einmal habe ich ihn in einem Halbkill mitgenommen, einmal war er einfach bad. Ich sollte mich langsam mal anstrengen zu verlieren. Ihr seht, ich würde diese Matches hier locker gewinnen. Oh nein, ich habe die Abi verpennt. Das ist natürlich traurig. Wie kann denn sowas passieren? Aber wir haben einen Hype-Kill mitgenommen. Er sagt vortrefflich. Okay, du kannst meinetwegen ja noch ein Rematch haben. Und das Telefon gönnt sich. Wow, er gibt ein Rematch. Er ist der Erste. Das ist wirklich sehr schlau für ihn. Wow, das war echt close. Wir sind schon mal auf 30 Minuten und ich musste jetzt erst die Tür zumachen. Dafür gönne ich dir jetzt aber auch auf jeden Fall einen Win. Also hier, Alexi, wenn du das Video siehst, tut mir leid, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte dich besiegen können, aber hey, hier, hast Free GSP und das ist gerade gar nicht bad von ihm. Okay, ich achte gerade auch nur aufs Gameplay, muss man sagen. Und eigentlich ist es nur die ganze Zeit dasselbe, aber... Euch an seiner Stelle wäre auf eine Abbie gegangen, ein bisschen so oben Hype. Junge, ich habe dich bisher einmal getroffen oder zweimal und liege vorne, weil du es diest. Okay, Kill. Oh, das war gar nicht so bad.
Aber Meta Knight ist ein Charakter, der macht mir ziemlich Spaß, habe ich das Gefühl. Finde ich ganz cool zu spielen. Der ist jetzt vielleicht nicht der stärkste Charakter. Aber ich muss aufpassen, ne? Ja, genau. Ich habe so Angst, dass der gleich durch irgendwas lächerlich stirbt. Ja, töten. Er hat mich getötet. Boah, das macht mehr Damage von, als ich dachte, muss ich sagen, das, was der die ganze Zeit spammt. Machen wir ihm mal wieder ein bisschen Probleme. Warum schilde ich sowas? Ich bin zu sehr im Tryhard-Modus. Ich will verlieren und bin zu gut. Ey, ich wollte gerade einfach einen F-Smash aufladen, damit er es punishen kann. Dann ist mir eingefallen, der rennt da doch safe rein. Ist der dumm? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe versucht zu verlieren und der geht. Oh mein Gott, Alexi, wenn du dieses Video siehst, was tust du? Du hättest einfach nur recovern müssen, das war nicht schwer in der Situation. Schade, er ist zwar auch tot, der Gegner hier, aber... Okay, das Umdrehen mit der Abbie klappt inzwischen besser. Ich wollte gerade, obwohl Meta Knight kann, glaube ich, nicht spiken mit der Down. Oh, Projektile. Das ist jetzt ein CP. Ah ne, wir müssen gar nicht kämpfen. Also, es geschehen unfassbare Dinge hier. Ich will das jetzt mal zusammenfassen. Ja. Sorry, das war nicht ich. Man hat das gemerkt, wir hatten heute fast nur flüssige Kämpfe. Das war eindeutig nicht meine Schuld. Ich weiß, dass für den Elite Smash nicht freigeschaltet ist. Das dauert noch, aber irgendwann wird er es sein. Wirklich, das Edge-Guarding von Meta Knight habe ich voll unterschätzt. Der ist insgesamt besser, als ich dachte. Bloß merkt man halt, er macht kaum Damage. Er macht kaum Damage. DK, oh, dir gönne ich so sehr. Dir gönne ich so sehr Heavy Online. Den K-Rule vorhin hätte ich auch farmen lassen, wenn es nicht ein Computer gewesen wäre. Okay. Oh, das hätte er gut machen können. Warum bewegst du dich nicht während dem Abbiegen? Darf ich anmerken, dass ich vorne liege? Jetzt nicht mehr. Irgendwie habe ich kurz gedacht, er stirbt. Ich hätte, das ist klar, ich hätte das überleben können, locker. Ich wollte aber nicht. Und wenn du T-Bags, kriegst du keine Wins mehr. Ich würde mal sagen, hier ein bisschen auf den Kill gehen. Okay. Aha.
Metern als Forward. Er scheint aber nicht gut zu connecten. Der nächste Hype-Kill. Juckt nicht, dass wir sterben. Ich habe ehrlich gedacht, er geht auf die Forward Air. Komm, gehen wir nochmal auf eine Combo. Ja, okay. Viel war das jetzt nicht. Ich will hier jetzt nochmal, bevor wir sterben, ein bisschen Effort ins Game stecken. Ja, okay. Reicht das schon? Nein. Es hätte reichen können, aber ich habe diesmal korrekt und nicht absichtlich falsch geeilt. So machen wir es. So können wir rausgehen. Noch ein Hype-Kill. Ja, das ist cool. Es ist auch wirklich schön, hier nicht so einen Siegesdruck zu haben. Hier, komm. Wetten, der lieft. Wetten, der lieft. Jungs, Leute, Jungs und Mädels der Smash Bros. Online Community in Deutschland. Wir hatten genau einen, der uns gerematcht hat bisher. Und der hat es geschafft, das zweite Match zu verlieren. Obwohl wir hier absichtlich verlieren. Hier, Byleth, komm. Low Byleth ist ein DLC-Charakter. Muss man mal ein bisschen erst sich mit einspielen und höher kommen. Also, wenn du nicht angreifst, kann ich dir auch nicht helfen. Ich wollte gerade sagen, ich war in die andere Richtung gedreht. Oh, da hat wohl der DI nicht ganz geklappt. Jetzt mal im Ernst, gebt euch das, die ersten Matches. Ich glaube, das wird so einen Spaß machen, wenn wir dann actually versuchen zu spielen am Anfang. Einfach die Gegner, ne? Die sind so bad. Da kann ich richtig cool spielen bei. Man kann ja mal auf den Disrespect gehen, ist halt schief gegangen. Das war, glaube ich, ein bisschen arg auffällig in diesem Kampf, da muss ich aufpassen. Und ihr seht, wir verlieren gerade viel weniger. Wir verlieren viel weniger. Ich würde sagen, wenn die nicht jetzt gleich lief, ist das unser letzter Gegner für heute. Okay, ich würde sagen, wir gönnen ihr noch so viele Rematches, wie sie haben will, maximal 3 würde ich sagen. Und dann war's das. Aber ich will wieder auf eine coole Combo. Meta-Knight ist cool. Jetzt mal im Ernst, das ist das erste Mal, dass ich wirklich Spaß im Online-Mode habe. Ey, Junge. Jungs und Mädels von Smash Bros. Online. Ich kann euch übrigens noch nicht sagen, es ist nicht auszuschließen, dass wir das irgendwann nochmal mit wem anders machen werden als Meta Knight. Die Sache war gerade die. Oh, das war gar nicht bad. Die Sache in der einen Situation gerade war. Ich hab mir gedacht, sie macht noch einen F-Smash. Wollte erst shielden, dann ist mir aber eingefallen. Nee, warte. Ich sollte vielleicht versuchen, mich treffen zu lassen bei dem, wie ich spiele. Und was ist draus geworden? Ich hab geparried. Ja, töte mich.
Okay, ich konnte nicht recovern. Dann gehen wir jetzt mal auf den Kill. Also teilweise, Lel. Mhm. Ja. Wow. Okay. Er ist tot. Sie feuern Beile an. Oh, da hatte ich wohl leider keine Ledge Invincibility. Schade. Hier kannst du gern noch ein paar haben. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, wir schaffen es vielleicht heute noch in den fünfstelligen Bereich, aber wir verlieren ja nur noch 1000 oder so pro Match. Es ist nicht unmöglich, dass wir es im nächsten Match noch schaffen. Ja, letztes Match, würde ich sagen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir es in der nächsten Folge noch... Das hätte ich bedenken müssen. Jetzt ist das Video in zwei gespalten und ich muss es cutten. Oh. Auch scheiße. Ich kann nicht weiter aufnehmen heute. Ansonsten würde ich jetzt sagen, komm, dann war die erste Folge nach dem letzten Kampf rum und das hier ist jetzt die nächste. Oder, doch, das ma... Oder? Nee, ich wollte gerade sagen, das machen wir so und... ich lade das halt einzeln hoch, aber dann müsste ich ja trotzdem die nächste Folge zusammenschneiden. Und ja, ich bin schneidefaul. So. Jetzt komm, wir machen hier den letzten Kampf noch durch. Ah, ich habe versucht zu Stage spiken. Oh, das war gerade so... Oh, ich habe ja schon einen Stock verloren. Also einziehen sollte schon drin sein. Ja, da haben wir es. Ich weiß gar nicht, das sollte ich mal testen. Nein, Upthrow Combo nicht. Also kann man nicht combo'n. Ich weiß auch, das, was ich immer versuche mit Downthrow, ist auch keine True Combo. Aber funktioniert zumindest besser. Wie man sieht. Schade, bin ich wohl nicht zurückgekommen. Naja, das war's dann mit der heutigen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich dieses Projekt überhaupt nenne. Oh Gott, haben wir wenig verloren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir versuchen, dem einen GSP näher und näher zu kommen. Bis dann und ciao. Lasst natürlich ein Abo da, wenn ihr von diesem Scheiß hier nichts mehr verpassen wollt. Die erste Folge war schon deutlich lustiger und ereignisreicher als erwartet. Ich muss mich beeilen, weil wie gefühlt jeder Sekunde mein Speicher voll ist. Wir hatten Gegner, die wir auf 6 Millionen GSP besiegen, die aber Computer waren. Wir hatten Siege, während wir versuchen zu verlieren. Wir hatten Zero-to-Death-Kombos in meinem dritten Kampf mit diesem Charakter gefühlt überhaupt. Wir hatten alles. Schaltet wieder ein. Bei Batman's Quest oder so ein Bums. Keine Ahnung, wie ich das nenne. Ciao.